dem Automation PC 910 setzen wir die Erfolgsstory der Automation PCs fort. Ausgehend von langjähriger Erfahrung in der PC-Entwicklung wurde vor 8 Jahren mit dem Automation PC 620, damals basierend auf der topaktuellen Pentium-M-Technologie, eine völlig neue PC-Architektur geschaffen. Diese sollte sowohl der Anforderung nach lüfterlosen Systemen Rechnung tragen, als auch die Verwendung von High-End-Prozessoren erlauben. Die dritte Generation dieser sehr erfolgreichen Industrie-PC-Baureihe steht jetzt mit dem Automation PC 910 zur Verfügung. Im Bereich der Prozessorarchitektur setzen wir dabei auf die dritte Generation der Intel Core i-Prozessoren. Diese bietet höchste Rechenleistung bis hin zum i7 Quad-Core. Um hier einen Vergleich zu geben, der Benchmark des Core i7 weist einen um Faktor 3,5 höheren Wert auf als der leistungsfähigste Prozessor des Vorgängermodells. Mit der Performance-Steigerung geht gleichzeitig eine bisher unerreichte Energieeffizienz einher, sodass in vielen Fällen ein deutliches Performance-Plus bei gleichzeitiger Reduktion der Leistungsaufnahme erzielt wird. Natürlich haben wir auch den sehr häufig nachgefragten Midrange-Bereich nicht vergessen. Hier hatten wir mit dem Intel Atom eine attraktive Einstiegsplattform, die wir beim Automation PC 910 jetzt mit Intel Celeron-Prozessoren weiterführen. Diese und ausgewählte KI-Prozessoren werden im Automation PC 910 auch lüfterlos betreibbar sein. Bei Systemen ohne Harddisk findet man dann keinerlei rotierenden Teile mehr, ein klarer Vorteil für maximal reduzierten Wartungsaufwand. Zur Optimierung der Wärmeableitung aus dem Gerät haben wir den Kühlkörper komplett neu entwickelt. Um die Abwärme von den immer kleineren Prozessor-Dies wegzubringen, setzen wir erstmals Heatpipes ein, um die Wärme gut verteilen zu können. Gleichzeitig haben wir für Lüfterbetrieb den Luftstrom optimiert. Hier sind viele Feinabstimmungen an aufwendigen Simulationsmodellen vorausgegangen. Die Gehäuseöffnungen wurden ausgehend von den Simulationsmodellen ebenfalls neu gestaltet, um eine maximale Öffnungsfläche für den Luftstrom bei gleichzeitig hoher Gehäusesteifigkeit zu realisieren. Den bewährten Smart Display Link, abgekürzt SDL, findet man natürlich auch im neuen Automation PC 910 wieder. Diese überträgt über ein einziges Kabel alle Informationen für den Betrieb eines abgesetzten Panels. Dazu gehören nicht nur die Displaydaten wie DVI, sondern auch die Kommunikationskanäle für den Touchscreen, für LEDs, Funktionstasten, Remote-USB sowie auch Steuerfunktionen wie zum Beispiel das Dimmen des Backlights. Wir sind damit kompatibel zu den hunderttausenden Automation-Panels im Feld. Gleichzeitig haben wir die Standards im PC-Bereich ebenfalls nicht vernachlässigt. So ist der Automation PC 910 zusätzlich mit einer Display-Port-Schnittstelle ausgestattet. Ebenso wurde das modulare Display-Interface beibehalten. Dieses bietet uns die Möglichkeit, flexibel auf neue Trends in der Übertragungstechnik zu reagieren. Neue Technologien bedingen daher auch in Zukunft keinen Wechsel der PC-Plattform. Es reicht das Nachrüsten der modularen Display-Schnittstelle. Natürlich sind wir bei der Konstruktion kein bisschen von unseren sehr hohen Ansprüchen an die Robustheit des Automation-PCs abgewichen. Stabile verschraubte Leiterplattenverbindungen im Inneren gewährleisten höchste Stabilität des mechanischen Aufbaus. Darüber hinaus kommt die Grundkonstruktion komplett ohne Kabel aus. Das Ergebnis ist maximale Verfügbarkeit im rauen Industriealltag. Last but not least ist neben bester Technologie bei Industrieanwendungen, im Gegensatz zum häufig wechselnden Consumer-Bereich, eine möglichst lange Verfügbarkeit wichtig. B&R setzt hier schon seit langem Maßstäbe und auch beim Automation PC 910 werden wir eine langjährige Verfügbarkeit sicherstellen. Damit wird der Automation PC 910 auch noch im Jahr 2020 als Standard-Katalogprodukt verfügbar sein.